Tänzer Marco da Silva, It-Girl da Vorka, Bisou-Sängerin Elvira und Rocksänger Martin Kesici veranstalten 4 Partys an 4 Tagen. Jeder will den Titel Partylöwe des Monats. Noch herrscht Urlaubsstimmung unter den Konkurrenten. Doch am Ende entscheidet Partyexperte Michael Ammer, welcher Promi feiern kann und wie er als Spaßbremse nach Hause fährt. Gestern hat Martin seine Hard Rock Pity Party gefeiert. Die Organisation war alles andere als perfekt. Ach du Scheiße, hier ist ja keiner. Die Party droht ins Wasser zu fallen, denn Martin hatte keinen Schlüssel für die Location. Doch für den Stress und die sexy Show hat er am Ende 11 Löwen bekommen. Ich fand's gut. Es war eine coole Rockparty. Ein neuer Tag nach einer langen Nacht beginnt. Elvira von der Gruppe Bisou plant ein Kontrastprogramm zu Martins wilder Party. Setz dich doch. So. 70er Jahre Party heute in der Haus. Du musst ein bisschen Deko besorgen und so. Was machst du denn Schönes? Genau, also ich habe mir überlegt, ein bisschen klar 70er Jahre Style. Und da habe ich mir überlegt, ein paar Sachen für die Mädels zu holen, so Haarkränze oder sowas. Und dann zum anderen habe ich mir das klassische Strandspiel Limbo überlegt. Okay, das kann ja auch ganz amüsant sein. Ja, glaube ich auch. So, dann hätten wir hier deine 500 Euro. Jo, danke dir. Und dann wackeln mal los. Ja, wackeln mal los. Von Wackeln kann keine Rede sein. Elvira ist trotz der wilden Rocknacht gestern topfit und will in ihrer Location, einer Strandbar, alles abklären. Besitzer Sergio erwartet sie bereits. Hallo, ich bin Elvira. Ich mache die heutige Party. Eine Flower Power Party soll es werden. Mir gefällt es gut hier. Darf ich die Tische und Stühle ein wenig anders hinstellen? Elvira, fehlen jetzt noch CDs und Blumendeko. Doch auch hübsche Partygäste sind noch Mangelware. Hallo Mädels, ihr seid sehr hübsch. Genau solche Mädels brauche ich heute für meine Party. Sie wird hier stattfinden, dort drüben, um 4 Uhr. Es gibt Cocktails, alles was ihr wollt. Ob Elvira mit den sexy Strandschönheiten auf ihrer Party Eindruck machen kann? Dumm nur, dass die Sängerin ihre Party-CDs zu Hause vergessen hat. Ohne Musik keine Fete. Doch wo gibt's hier einen Plattenladen? Gar nicht so leicht, wenn man kein Wort Italienisch spricht. Excuse me, do you speak English? No. Italiano? I'm sorry. Italiano. Cherche. Do you understand? Cherche CD shop. Ok, sempre dritto, dritto. Grazie mille, grazie, ok. Elvira hat Glück, der Plattenladen Disco Fever hat geöffnet. Siesta scheint es hier nicht zu geben und der Laden wird seinem Namen gerecht. Elvira findet eine Best-of der heißesten 70er-Hits. So, jetzt habe ich die fettesten CDs, die ich für heute Abend brauche, gekauft. Und ja, die Party kann steigen. Fehlt noch die Flower Power Blumendeko, aber hier ist Siesta angesagt. Leute, es ist abgeschlossen. Schon wieder Glück gehabt, dieser Großeinkauf ist das Geschäft des Tages für die Floristin. Alles startklar für die Promi-Party? Hammer geil. Ich bin zufrieden, die Blümchen strahlen, ich strahle auch und die Party wird schön. Sängerin Elvira fühlt sich wohl in ihrem Hippie-Outfit, fehlt nur noch das Styling der Strandbar. Bei den Blumen legt Elvira selbst Hand an, doch für die schweren Boxen hat sie sich Hilfe geholt. In 30 Minuten stehen die Gäste vor der Hütte. Dank der hilfsbereiten Strandboys ist gerade noch genügend Zeit für den Kostencheck. Das Budget ist so ausgegangen, 200 Euro waren die Getränke, 200 Euro war die Musikanlage, 50 Euro davon gingen an die Blümchen und 50 Euro gingen an die CDs. Als Hippie-Mobil hat Elvira für ihre Promis ein Tretboot gechartert. Ob sie ihre kritische Party-Konkurrenz damit beeindrucken kann? Das ist sowas von cool von euch. Everybody, yes. Hi, mein Schatz. Ich begrüße dich. Sag mal, guckt euch mal den Playboy hier an, hier mit Pins und allem Wundern. Ja. Kommt mit, meine Freunde, der Musik entlang.
Gemäß dem Flower Power Motto bekommen die Promis nicht nur einen quietschbunten Begrüßungsdrink, sondern auch einen Begrüßungsstrauß. Strandfeeling macht sich breit. Fragt sich nur, ob am helllichten Tag tatsächlich die richtige Partystimmung aufkommen kann. Das Motto finde ich echt super, weil im Gegensatz zu den anderen Partys sind wir A draußen und B ist immer ein bisschen chilliger und nicht so extrem laut. 70er Jahre Musik macht immer eine gute Stimmung. Man ist immer ein bisschen so beschwingt und man kommt einfach ganz leicht rein. Leute, Prost! Hier für euch Bier! Besuchster und Gastgeberin Elvira Mikiewa ist eine wahre Stimmungskanone. Doch auch ihr Plan, die männlichen Gäste mit schönen Strandgirls in Partystimmung zu bringen, geht's perfekt auf. Momentan gewinnt die Gute. Momentan ist es, ich bin genau in meinem Element. Ich habe Strand, ich habe Wasser, wir haben Alkohol und wir haben hübsche Mädels und wir haben entspannte Musik. Die Musik ist aus, weil es einen Grund hat. Und zwar, es ist Limbo-Time. Zeit für das Partyspiel, ein Limbo-Wettbewerb. Wer macht im Sand die beste Figur? Grobmotoriker Martin katapultiert sich schnell außer Konkurrenz. Am Ende liefern sich Itgel der Walker und Marco ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Tänzer Marco ist eindeutig gelenkiger. Der Walkers Krabbeltechnik ist gewagt, aber scheint trotz High Heels zu funktionieren. Jurorin Elvira trifft schließlich die Entscheidung. Limbo-Spiel war ja gigantisch. Hat ja wohl allen mega Spaß gemacht. Dufte alte Musik. Ich meine, Staying Alive, Bee Gees und so. Mehr geht nicht. Also super Party hier. Später Nachmittag und die Stimmung auf der exzessiven Hippie-Party erreicht den Siedepunkt. Als besonderes Highlight gibt Choreograf Marco noch einen Disco-Tanzkurs, Saturday Night Fever, an der Küste Sardiniens. Doch ist die Gastgeberin denn selbst mit ihrer Strandparty zufrieden? Ich dachte ja erstmal, oh, weil die Leute zu spät gekommen sind, etwas, dachte ich mir, die hatten keinen Bock. Aber die haben die Location gesehen, die haben die Songs gehört, die haben die Getränke getrunken und es gefällt denen. Und mir gefällt es hoch 10. Am Ende zählt ohnehin nur die Löwenausbeute. Das Essen war cool, die Leute waren gut drauf. Wasser, Sonne, hübsche Frauen. Ich bin natürlich nicht so der Freund von offenen Partys. Deshalb kriegt sie von mir auch nur, was heißt nur, 4 Löwen. Ich meine, das ist immer noch geil. Einen kriegt sie abgezogen, weil sie es nicht geschafft hat, von Deutschland aus nach Sardinien zu meiner Party zu kommen, was ich schade finde. Und den zweiten kriegt sie abgezogen, weil sie mein Geschenk auch nicht aufgemacht hat und auch selbst nicht gesungen hat. Aber ansonsten war ihre Party schon ein Brüller und sie kriegt vom Herzen von mir 3 Partyleben. Flower Power, super cool. Location, perfekt. Hat für sich mitgefeiert. Partyleute, Gäste, perfekt. Music, perfekt. Die Drinks, super. 1, 2, 3, 4. Fehlt wohl einer, wa? Jackpot geknackt, Elvira. Das war meine Party. So sieht das Löwenkonto nach 3 Partys aus. Morgen veranstaltet Tänzer Marco als letzter Promi eine Poolparty, doch sein Timing lässt zu wünschen übrig. Hey, nix essen. Oh, ich habe eine Stunde Zeit. Warte mal. Wer hier am Ende trocken bleibt, hat die Party wirklich verpasst.